willkommen. Und heute an meiner Seite ein Mensch, den ich bewundere, der um die Welt reisen darf. Schauspieler, eine Stimme hat, dass selbst Johnny Depp jetzt richtig aussieht. Also mit dieser Stimme wirkt der Mensch von der Optik her so, wie er sollte, ne? Oder? Ich erst mal vorstellen vom Namen her, ne? Marek Erhardt. Hallo. Und eine Frisur, Marek, sensationell. Sensationell kann ich das so noch tragen, ne? Ja. 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 Aber ich bin auch bald fällig. Sag mal, das geht aber so in Hamburg ganz offiziell, kannst du damit überall rein? Ja, ja, ja. Das ist sehr schön. Marek wird übrigens heute einen wunderbaren Milchreis kochen mit einem wunderbaren Beerenpüree dazu. Also nichts, nichts Einfaches. Nein, nein, nichts. Nein, nein, nein. Du gibst da richtig Gas, weil alleine Milchreis zu kochen ist schon so eine Geschichte. Da hat schon manch einer Milch bei vergessen. Und das geht ganz böse nach hinten los. Ich werde natürlich etwas anfänglich Einfaches kochen. Was aber sehr schwierig ist, weil ich habe das Rezept selber geschrieben. Ich werde einen Macaroni-Hackfleischauflauf machen, aber mit dreierlei Fleischsorten, 500 Gewürzen und Sahne. Aber was wäre diese Sendung ohne die Küchenorchidee, ohne das Meißner-Porzellan der Küche, Johann Lafer? Hallo. Und was wäre diese Sendung, liebe Zuschauer, ohne einen ganz tollen Gast? Herzlich willkommen. Sie kann eigentlich alles. Kabarettistin, Moderatorin, sie kann super kochen. Hier ist Ina Müller. Servus. Kann super kochen. So. Kann super kochen, ist schon mal ein toller Gag. Das hast du mir vor der Sendung gesagt, du kannst super kochen. Jetzt möchte ich noch beweisen. Und zwar, du wirst heute zubereiten ein Tartar von Thunfisch mit Wasabi-Gurken und darauf ein Gelee aus Fliegenfisch-Kaviar. Ist das toll. Ja. Und ich werde zubereiten, liebe Zuschauer, ein Saltimbocca vom Seedäufel. Dazu gibt es Gemüsegraupen und eine Soße aus Kartoffel und Meerrettich. Ich denke, das schmeckt, oder? Das hört sich sehr gut an, ja. Gut. Ich bin froh, dass wir keinen Milchreis oder so was haben. Und du weißt ja, bevor wir anfangen zu kochen, möchte ich ganz gerne den Mann begrüßen, der einfach aus wenig viel machen kann. Herzlich willkommen, meinen Freund Horst Lichter. Hallo, Johann. So, da Johann aber jetzt erstmal in die Kühlschränke geht, sind wir schon richtig am Arbeiten hier auf dieser Seite. Weil für unseren Auflauf müssen wir mehrere Dinge gleichzeitig machen. Hier drin habe ich feingeschnittenen Wirsing in einen Hauch von Butter mit ein wenig Gemüsebrühe, kurz angedünstet. Wir kochen schon Makaronis und jetzt bin ich parallel dazu schon Hackfleisch am Anbraten, was gleich zusammen mit Kassler, Krakauer Würstchen, angebraten wird. Mit nee, ist Schweinehack. Ah, verstehe. Das war eine richtig saubere Sau. Seit wann tust du auf? Sag mal, das ist doch eine Aufwärmsendung hier heute. Wieso? Das ist schon alles fertig hier. Das ist nicht fertig, Johann. Guck mal, der Hack ist noch roh. Und der Wirsing hier vorne? Den habe ich aus der Dose geholt. Was? War ein Scherz, Johann. Den habe ich eben erst aufgesetzt. Aber dieses Gericht dauert laut meinem Rezept 68 Minuten. Und bei 45 Minuten Sendezeit. Wie soll das denn gehen, Johann? Übrigens hat Johann natürlich noch nichts vorbereitet. Da vorne köchelt alles. Der Fisch ist gefangen. Alles. Guck mal hier, bitte schaut mal hier. Nichts. Schon irgendwas stehen, Johann. Nur der Thunfisch ist gefangen, sonst nichts. Guck mal, gar nichts. Der ist aber toll und das Messer super schneidet. Super schön, ne? So was habe ich gar nicht zu Hause. Ja, das ist ein wichtig gutes Messer. Aber verlässt du immer die Küche? Johann hat übrigens schon den Speck geschnitten, schon die Kräuter gesammelt. Ja, klar. Was denkst du denn? Die Flaschen schon alle aufgefüllt. Ja. Johann trinkt übrigens auch ein leckeres Bierchen zwischendurch. Weißt du, was ich gemacht habe, Horst? Er hat schon die Eier gelegt. Guck mal her. Ich habe hier Folgendes gemacht. Ich habe die Graupen eingeweicht in Wasser. Ja. Ist nämlich wichtig. Die muss man vorher einweichen. Sonst also vorbereitet. Super, Johann. Ist normal, Horst. Ja, normal. Wieso vorbereitest du die so vor? Ah, danke schön übrigens, Marek. Ja, mit dir kann man mal arbeiten. Mein Thunfisch hat irgendeinen Ausschlag. Guck mal, was ist das? Weg damit. So. Schneiden nur das Schöne. Den reißt du jetzt gleich rein? Ja, wenn das gekocht hat. Ja. Alles reintun. Ja. Schön die Vanilleschote aufschneiden. So, das mag schön dazu, ne? Thunfisch, guck mal hier, wenn der Thunfisch solche. Das ist, das ist komplett perfekt hier, ja? Aber da sind ziemlich viele. So ziemlich viele. Was ist das? So Dinge dazwischen. Einfach jetzt mit dem Messer so wegschaben. Siehst du hier?
Ist das Fett, was wir da wegschaben? Ja, genau. Dann kommen diese ganzen Fasern in der Mitte raus. Nur wegschaben hier. Aber ein bisschen Fett dran ist doch auch lecker. Ja, aber das ist doch zäh. Das würde ich nicht mit essen. Sondern nur das reine Fleisch hier rausschaben. Und dann das alles in kleine Würfel schneiden. Hast du eigentlich einen Stern? Ja. Toll. Der Horst hat mir den verliehen. Echt? Hast du ihm einen Stern verliehen? Hast du auch einen Stern, Horst? Nein, ich mag keinen, die Automarke nicht. Ich bin da andere, sportlichere Sachen. Johann, wieso schärfst du da alles weg? Da bleibt ja gar nichts übrig. Ja, aber guck mal, das kann man doch nicht essen, hier ist ja alles zäh. Schau her hier. Guck mal, das möchte ich nicht essen hier. Gib mal her, Johann. Das ist ja total zäh. Ja, ich komme. Ja, ist gut, kein Problem. So, was meinst du, ne? Ja, genau. Und dann alles in keine Würfel schneiden. Und meinst du, das merkt man, ob ich Marek. Das mache oder nicht? Nein. Marek. So. Ja. Probier mal. Was ist das? Das ist lecker. Okay. Warte mal. Ich kann doch nicht essen da. Ach, Johann. Oh. Man muss nur Hunger haben. Schieb einfach nach hinten. So. Mmh. Und wie ist das? Dackelhaxe Morflet. Lecker? Super. Das ist Johann, kann man essen. Ja. Marek hat gesagt, kann man essen. So, jetzt alles da rein. Ja, ja. Also, der Milch rein. So. Wo kommt der rein, der geschnitten? In der Schüssel. Warte mal, Gas schütteln. Muss mal schön Zucker. Schön. Alles rein. Blattdeutsch. Eine Prise Salz. Ich habe davon gar keine Ahnung. Nein, weil du Österreicher bist. Also, Blattdeutsch kannst du, Horst. Jetzt die Vanilleschote vor. Horst, kannst du Blattdeutsch? Bitte, was, Johann? Kannst du Blattdeutsch? Blattdeutsch? Ja. Ja, sicher, da. Soll ich das mal ein bisschen runterdrehen hier? Ganz fein, ganz fein. Aber so fein ist das nicht. Ganz fein, ganz fein. Viel feiner. Sehr schön. Dreimal so fein. Die Ina kann sogar auf Plattdeutsch singen. Nein, ist viel zu groß. Möchtest du mal singen auf Plattdeutsch? Nein, möchtest du auf Kölsch mal was singen von Bab? Wenn du was von Bab singst, dann sing ich was auf Platt. Du fängst an, bitte. Ich fang an. Du. Komm, Ina. Decke. Käfer suppen in Kiel, ah, in Leck lange Wiel, der Brutstein auf mir ne ganz heim. Er gäb so gormul ein Prisa voll, domo zu kabbeln, ah, ne Schlei. Er gäb mein Auto sack schoben, domo zu der Brimme hoben. Hast du was verstanden? Hast du es verstanden? Übersetzt mal. Kannst du aber gucken. Eigentlich ist es ein Liebeslied an Norddeutschland, wo ich überall schon war und was ich da erlebt habe. Ja. Dass ich mein Auto schieben musste, weil es kaputt ist und ich dabei geblitzt wurde, dass ich mich besoffen habe in Kiel, dass ich auf dem Autozug stand auf dem Weg nach Sylt und mir sonst was abgefroren habe. Ach, Sylt? Ja. Ich hätte aber nicht gedacht, dass sich so eine Maulerei so schön anhört. Ja? Du hast hier Wahlgott. Ich weiß ja nicht, dass du das magst. Ja, ja. Ich soll mich jetzt umdrehen, oder? Nee, so ist okay. Komm her. Weil du fusselst immer so stark. Dann. Und vorne mach ich. Machst du mal vorne. Mhm. Was machst du denn da, Horst? Ich möchte vorne nicht. Meine Frau guckt zu. Weißt du? Sag mal, ich hol das Mark jetzt hier raus. Ja, ne? Das machst du aber wieder ganz spannend. Wieso? Geht's anders? Ja, übrigens mit meiner Singerei, weißt du? Ja. Das lass mich. Nee, pass mal auf. Jetzt was von Mark, okay. Von dir jetzt. Sag mal. So, pass mal auf. Horst, hast du meinen Fliegentischkabel in der ja, Marek, du auch. Aufschneiden, okay. Dann so rausschieben mit dem Rücken des Messers. Wo ist mein Fliegentischkabel ja da? Ja? Weil der Frank Elstner hat das sehr schön mal in der Sendung gemacht, bei Johann. Und das war der Moment, wo Johann sich fast das Leben genommen hätte in der Küche. Weil der Frank Elstner hat das genau so gemacht wie ich jetzt. Ja. Also schön aufgeschnitten, ausgeschärft, hat das dann in eine Küchenrolle geschmiert. Hat dann die Schote klein geschnitten. Ja, beides. Und hat dann das klein geschnittene Schötchen in das Essen reingeschnitten. Horst, als Johann das sah. Oh. Aber so kann ich ja Ina gar nicht kommen. Ja, warte, wir kriegen ein Pflaster jetzt. Pflaster brauchen wir. Gleich mal ein Pflaster. Au. Ist das jetzt klein genug? Ja, ganz schön. Aber übrigens, kleiner geht gar nicht. Dann seht es gar nicht mehr. Meine Damen und Herren. Ja. Johann hat die Messer selber abgezogen vorher. Ja. So, das japanische Messer. Schön so jetzt hier mit Gefühl. Ganz fein. Sieht aber spannend aus, was der Johann da macht. Das kann sie aber jetzt nicht mehr machen. Doch. Schön klein hacken, ganz klein. Jetzt habe ich mich hier so ein bisschen verkocht. Ich habe so lange da vorne geguckt. Das wird einfach gesagt. Ja. So. Da rühren wir drin, ne? Ja. Da rühren wir. Oh. Gut. In der Zwischenzeit, wo Johann in dem Glas Pflaster sucht, kann ich kurz erklären, was es hier gibt. Ach, du hast schon.
Der feine Herr hat wieder Kaviar am Start. Ja, siehst du. Ja, was? Natürlich im Glas schon, ne? Vorbereitet. Ja, klar. In kann rosa. Ich kann den schlechten Fisch jetzt frisch Eier legen lassen. Das geht schlecht, oder? So. Obwohl, wäre schon so was mich freut, ja, dass wir kein Risotto machen. Warum? Weil ich Risotto ganz eklig finde und immer nicht weiß, was das soll. Aber Graupen ist auch so ähnlich, oder? Wir machen Graupen jetzt. Das werde ich gleich mal gucken. Ich habe es einmal im Gemüsegraupen, und zwar schön Gemüse anschwitzen, Karotten, Staudensellerie und Kohlrabi in Schalotten und etwas Knoblauch. Graupen dazu, eingeweicht jetzt etwas Weißwein und Hühnerbrühe und dann langsam köcheln lassen. Das ist jetzt schon mal das eine, was wir jetzt am Seedorf machen. Aber jetzt müssen wir erstmal noch dieses Gelee machen von dem Fliegenfischkaviar, ja? Guck mal. Ich habe hier einfach Weißwein, Fischfond. Johann, putz die Küche. Weißwein, Fischfond und auch etwas Nolibra aufgekocht, kurz abkühlen lassen. Jetzt machen wir eine Gelatine dazu. Guck mal hier, die muss man einweichen im kalten Wasser, Blattgelatine. Johann kocht sehr gerne mit Gelatine. Ja, finde ich gut. Warum? Du nicht? Bitte? Du nicht? Bei mir wird alles so steif. Ja. Ja, mit meiner Soße hier. Übrigens, die Soße ist verdammt lecker. Würdest du sagen, reicht, ne? Ich würde sagen, so ist sehr schön. Okay, darf ich mal ganz kurze Kamera haben, damit man sieht, was hier drin ist? Weil ich bin nämlich jetzt fast so weit, dass ich aufschichten kann. Ich habe hier einmal Schweinehack in ein bisschen Olivenöl kurz angebraten. Geschnittenen Kassler dazu gegeben, wieder angebraten. Zwiebelchen, Krakauer Würstchen dazu. Ein bisschen Tomatenmark mit Gemüsebrühe abgelöscht. Mit Sahne aufgefüllt, mit Sahne und mit Salz und mit geschrotetem Pfeffer gewürzt. Johann, möchtest du mal probieren? Macaroni sind jetzt auch gekocht, schön al dente. Probier mal. Ich stoße gerade ein bisschen das Obst. Liebe Ina. So. Oh. Mm, schon besser. Komm, probier. Schon besser, zeig noch mal den Finger. Hier, da fehlt jetzt ein Stück vom Finger. Das ist aber ein schönes, ich weiß aber Pflaster nicht, wo das Stück ist. Prost. Ja, Johann? So hat er mir früher mal Würstchengulasch geschmeckt. Das ist Würstchengulasch. Was war das gerade? Die Soße von dem, was ihr macht. Lecker, ne? Lecker? Ja, sehr hausmannskostig, ja, ne? Also. Ja, ja, ja. Sahne, Würstchen. Sahne, Würstchen, Nüdelchen, Würsing. Alles so wie früher. Du magst, Mama. Auch, du magst gerne Bratkartoffeln, oder? Ich bin mit Bratkartoffeln auf. Ich bin quasi eine Bratkartoffel. Ja. Und ja, gab es auf dem Bauernhof statt Kindernahrung, statt Hipnahrung, gab es bei uns Bratkartoffeln. Als kleines Kind? Als ich, ab ich 3 Monate. Ja, ab 3 Monaten. Was? Darf man das jetzt so roh essen, wenn ich mir jetzt so. Du darfst hier alles. Ja, gut. Also mit Bratkartoffeln groß geworden, deswegen finde ich Bratkartoffeln nicht mehr so toll. Finde es aber auch nicht toll, immer zu sagen, ich finde Sushi so toll, weil Sushi ist so eine Modeerscheinung, oder? Ja, ganz genau. Ist es so? Ganz genau. Auf Sylt habe ich gewohnt und gearbeitet, das ist keine Modeerscheinung. Mein Papa hat schon Sushi gegessen, bloß damals hieß das anders. Er hieß als eingelegter Hering mit Bellkartoffeln. Reicht, ne? Reicht. Und dann nochmal feiner hacken. Das tust du weg und das tust du nochmal feiner hacken. Kann ich das? Ja, aber noch ganz fein. Aber guck mal hier, ein super Thunfisch. Von der Farbe her besser geht's nicht. Also wirklich, der Fisch ist ein Traum. Auch die schöne rosa Farbe da. Jetzt einfach ganz klein hacken, ja? Dann machen wir ein schönes Tatar gleich. Ich mache hier die Soße, wie die Kartoffelsoße. Kartoffel anschwitzen hier in etwas Butter. Kommst du klar? Ich komm klar. Dann geben wir dazu Schalotten. Sehr schön. Warte mal, machen wir hier mal alles aus. Das können wir auf der Flamme stehen lassen. Das kannst du auf der Flamme stehen lassen. Das musst du schön klein schön einköcheln. Ja. Nein, nicht gerade gut. Ne? Dann geben wir dazu mit Knoblauch. Mach ich. Ich habe zwar das Pommes-Dinner gemacht, aber so doof bin ich auch nicht. Du warst für mich einer der Besten da. Er hat jetzt ein wunderbares Püree gemacht aus verschiedenen Beeren. Was hast du alles genommen? Du hast Himbeeren genommen, Erdbeeren, Johannisbeeren, Brombeeren und diese blauen komischen Dinger. Genau. Blaubeeren heißen die deswegen genau auch. Ja. So, mit Puderzucker schön gemixt. Ja. Ein schönes, zähflüssiges Püree. Genau. Und das werden wir nachher brauchen zum Dekorieren. Außerdem schmeckt damit der Milchreis so wunderbar fruchtig und lecker. Absolut. Wenn du zwischendurch Zeit hast, darfst du hier leer räumen. Besorgst dich. Spülen? Okay. Gehst drüben bei Johann fragen, was er zu spülen hat. Ja. Holst dir das alles sehr rüber? Also erstmal, genau, wunderbar. Also guck mal her. Horst, guck mal hin. Johann, ich gucke hin. Also Ina ist wirklich perfekt, hat hier super schön geschnitten, hier das Tatar, guck mal.
Optimal, oder? Ja. Jetzt hier ist der Finger. Gib mal her. Das nee, mach weg, mach wieder rein. So. Ich meine, das war das jetzt Stück, machst du dazu Schalotten. Ja. Dann das Ganze. Sind Schalotten halt nicht Zwiebeln? Nee, Schalotten sind diese kleinen. Kleine Zwiebeln. Ah ja. Die sind viel milder im Geschmack, haben wir keine ganze da. Was denn, Johann? Schalotten haben wir keine ganze mehr da. Nee, sind ganz mild im Geschmack, sind diese kleinen braunen Zwiebeln da, ja? Ja, gut. So. Riecht man danach aus dem Hals? Nee. Das ist Olivenöl mit Zitrone, machen wir dazu. Man riecht nicht aus dem Hals, danach stinkst du aus dem Hals. Dann Sojasauce. Und jetzt alles drunter mischen da, das ganze Fleisch vom Fisch. Kann ich dir bei irgendwas helfen? Ja, wir müssen das jetzt hier einschichten. Das sehe ich schon, das finde ich ganz toll. Ich mache jetzt mal die Auflaufform. Dann müssen wir das nächste Chili schneiden. Chili halbieren, die Kerne raus und klein schneiden. Oh, das ist so feinmotorische Arbeit, ne? Ja. Aber es geht gut, wir sehen. Und jetzt schichten wir auf. Wenn du möchtest, kannst du mir dabei helfen. Wir müssen immer eine Schicht machen mit Wirsing. Okay. Ein bisschen mit Macaroni. Okay. Ein bisschen mit dieser wunderbaren Soße. Ja. Und dann schieben wir das Ganze ab in den Backofen. So, wenn du möchtest. Mir wurde gesagt, du wirst hier auch nach der Sendung satt. Ja. Und? Lecker? Sehr. Sehr lecker, ne? Sehr. So. Pass auf, machen wir mal hier in der Mitte. Okay. So ein bisschen Wirsing rein. Magst du das machen? Ich mach das. Überall ein bisschen Wirsing liegt. Ja. Ich werde da ein paar Macaronis holen. Brauchst du überlegst du noch, welches Lied vom Bab du gleich singst? Ja, wollte ich auch gerade sagen. Komm verdammt lang her. Da haben wir Norddeutschen so dazu getanzt und wir haben nicht ein Wort verstanden. Wir haben nur darauf gewartet, dass endlich kommt verdammt lang her und dann konnten wir anfangen zu hüpfen. Und was singen die davor? Verdammt lang her. Ihr habt es nämlich auch nicht verstanden, oder? Doch, wir haben das schon verstanden, aber ich kenne den Text sehr schön. Den Text jetzt nicht mehr wirklich. So. Dann mache ich die Macaronis und du machst deine sensationelle Soße noch drauf. Ja, du kannst das auch damit machen. Ja? Ich kenne also das Lied sehr wohl. Ich habe nur Probleme mit der Melodie und dem Text. Aber ansonsten ist das für mich gar kein Problem. So. Das einzige Lied, was ich tatsächlich kann. Welches Lied kann ich denn? Helf mal, Johann, was singst du immer noch mal abends bei mir am Bett? Schlalilu. Die Frage muss jetzt ja kommen. Nur der Mann im Mond schaut zu, wenn der kleine Hotti schlafen. Lalilu. Habt ihr eigentlich, ich war gerade neulich im Kino, habt ihr eigentlich den Film Ratatouille gesehen? Nee, da haben wir mitgespielt. Ah, verstehe. Johann war die große Ratte. So. Klasse, der Film. Oh, das sieht gar nicht so verkehrt aus, ne? So. Was hast du jetzt in die Soße, für die Soße reingetan? Du hast Schweinehack? Schweinehack? Ja. Kassler? Ja. Krakauer Würstchen? Ja. Tomatenmark? Ja. Gemüsebrühe? Ja. Ein Hauch Sahne? Geschroteter Pfeffer, Salz, ein bisschen Muskatnuss, habe ich eben an den Wirsing dran getan. Jetzt tun wir noch ein paar frische Kräuter da drauf. Hier sehr schöne Blättchen vom frischen Thymian. Das schmeckt immer sehr lecker. Brauchst du noch irgendwas, Johann? Ja? Was? Ja, Johann? Rezept von deiner Oma? Nein, von deren Mutter. Ist halt was länger her, mein Gott. Kein Wirsing, Steckrübe, ne? Nee, das ist richtig, das ist richtiger Wirsing. Weißt du, das ist noch so ein Rezept. Wie hat letztens ein Kritiker gesagt, bei dem Essen? Der arbeitet bei diesem Reifenhersteller hier, Michelin, ne? Der hat gesagt, die Rezepte von Horst Lichter hätten einen Bart, so alt wäre kein Witz. Das ist unglaublich. Bloß weil er lecker ist, ne? Quatsch, das ist ein Rassist gegenüber Schweinen, ne? Oder? Johann? Bei dem Essen brauchst du kein Licht. So. Uns wird es gleich schmecken. Wir machen jetzt hier dieses Gelee von dem Fliegenfischkaviar. Einfach. Fliegenfischkaviar. Nur Libra. Dann Weißwein. Jetzt weißt du, warum die Eier alle kaputt sind. Die legen die beim Fliegen, oder was die? Nur Libra, Weißwein. Dann. Alles. Fischfond. Okay, ob das richtig ist. So? Ganz fein. Und noch feiner. Noch feiner. Jetzt einfach schön hier. Johann, ich habe zwei Fragen an dich. Ja. Punkt 1. Welche Alternative hättest du, wenn man nicht so viel Kohle hat, um jetzt Fliegenfischkaviar zu nehmen? Du kannst auch normales Fischgelee nehmen, aber ich finde, dass dieser knackige Fliegenfischkaviar, der schmeckt dazu besonders gut. Schale macht man vorher ab. Ja, klar. Gut. So.
Wenn es leicht anzieht, das Gelee. Fliegenschiss zu verwechseln. Ne? Ja. Wenn es anzieht jetzt, dann tun wir das da in eine Schüssel schütten und dann tun wir eher das in Stücke schneiden. Wenn du noch mehr von meiner Küche haben möchtest, Johann, sag Bescheid. Ich tue es da rein, ne? Sehr gut, ja. Johann, was kostet... Ich bin gerade am Spülen, wenn ihr noch was habt. So. Johann, ja. Was kostet das Spiel da, was du da machst? Du warst für Spiel. Ja, dieses Fliegenfisch-Kaviar-Gedöns. Was würde das jetzt kosten? Nicht teuer. Hol in das Glas. Bitte? Hol in das Glas jetzt. Da war der Preis drauf, oder? Schon in der Suppe, das Glas? Nein. Nee. Ja. Übrigens, meine Damen und Herren, ne, also das sind mal Portionen hier für zwei Personen bei Horst Lichter. Ne? Man könnte auch sagen, ein Amüsbusch, ne? Oder Amüsgoll. Ja, so, und das geht jetzt ab in den Backofen bei 220 Grad zum Überbacken. Und das ist dann nachher nur ein kleiner Zwischengang. Und jetzt fangen wir an, den Hauptgang zu machen, ne, Marek? Ja. Warte mal. So. Johann, was kostet jetzt dein Gedöns? Ich weiß es nicht auswendig. Bin aber ich... das ist so lecker. Was? Ja. Oh. Du bist doch ein erfahrener Koch. Jetzt sag doch mal so aus dem Gefühl raus, was würde das kosten in deinem Lokal? Was? Fliegenfischkaviar? Nein, das ganze Gericht. Das so ein Gericht. Warte, bis fertig ist, dann sage ich den Preis. Bitte? Das ist sehr toll. Guck mal her. Bist du schon verheiratet? Der Johann geht nicht mehr selber einkaufen. Der weiß nicht, was das doch kostet. Da muss den Horst fragen, ob ich verheiratet bin. Ist der? Ach, ihr zwei doch? Komm her. Wir zwei. Ja. Probier, probier. Wir zwei haben da zusammen. Komm, am 7.7. vergangenen Jahres. Habt ihr geheiratet? Ja. Ihr beide? Ja, wir beide. Wie süß, in Dänemark? Wieso in Dänemark? Ach, darf man das überhaupt roh essen? Sicher. Nein, nein, nein. Wenn du das jetzt schön brätst, panierst, ja, oder nicht? Mal Grüße, Milch, Reis. Ich lasse mal Publikum probieren. Das muss einer mal probiert haben. Danach kriegst du Farbe im Gesicht, wo du nie dachtest, jetzt dass da Pigmente sind. Jetzt hör auf jetzt, komm. Also ehrlich jetzt. Sie sehen so ein bisschen blass aus. Sie möchten das nicht. Mögen Sie Fisch lieber gebraten? Ja, ich auch. Ja, ja. Johann, Sie verweigert dein Essen. Sie trauen sich? Ich traue mich. Gut, ziehen Sie die Brille vorher aus, sie beschlägt von Ihnen. Dann wollen wir sehen. Ja. Obwohl, Sie sind noch Deutscher, ne? Sie sind ja gewohnt mit dem Fisch, ne? Doch, ja. Und? Wunderbar. Warten Sie ab, das kommt gleich. Aber es schlagen noch keine Flammen aus der Hose. Nee, Sie sitzen nee. Ja. Aber ist lecker, ne? Lecker, lecker, wunderbar. Ist wirklich lecker. Ja, ich frage jetzt. Danke. So, sag mal, hier. Liebes Publikum, hat jemand zufällig ein Pflaster mit dabei? Können Sie die Zehnerpackung haben? Schon wieder. Naja, ist... Hast du dich neu geschnitten? Nee, aber das ist schon, ich sag doch, der halbe Finger. Die gleiche Wunde wieder? Ja. Ich will jetzt auch gar nicht wie doof, aber ich muss ja hier weiter arbeiten. Zeig mal, Ina. Nein, das geht weg. Komm hier. Pflaster, bitte. Komm, nur noch mal ein Pflaster, dann kann ich nicht weiter arbeiten. Ich nehme ihn mal kurz im Mund. Zeig mal. Zeig mal ganz kurz. Oh! Ja, wo? Oh, da, Zehnerpack. Von Beiersdorf, 2,99 in der Apotheke. Ich würde den Arm abbinden. Sensationell. Das ist ziemlich heftig. Komm gleich zurück. In beim Chili fiel es ja nicht so auf. Soll ich dir auf. Helfen? Beim Chili war es ja egal, aber jetzt bei der Gruppe. Ich bin da vorne sowieso fast fertig. Was Horst, bist du fertig? Wie ich ärgerlich. Bin fast fertig. Jetzt wollte ich mal ganz groß. Komm mal her, mach erst mal hier drunter, ich mach auf. Gibt's hier du hast dann da doch so was Väterliches, ne? Ich hab was Väterliches. Ja, dann in dem Moment. Ja. So. Also, liebe Zuschauer, falls euch noch interessiert, dass hier eine Kochsendung ist, schauen Sie mal hier zu, ich schneide jetzt Gurken, ja? Es gibt hier nur noch irgendwie Fingerbinden oder Aufräumen. Johann Lafer schneidet jetzt Gurken. Klar. So. Und dann die Gurken einfach in ganz kleine Würfel. Das ist ziemlich heftig dafür. Wir machen jetzt so kleine Wasabi-Gurken. Ja, und die Finger mal wegnehmen beim Schneiden. Nee, nee, tut erst später. Ich warte mal. So, schön mit Schale, damit die Farbe im Gericht ist. Erzählst du ein bisschen weiter, Johann. Wir sind bald soweit. Ja, ja, klar. Ich operiere noch. Horst, ich mach deinen Arbeitsplatz sauber, ne? Noch 14 Stiche, dann bin ich soweit, Johann. Ja, kein Problem. So. Die Sendung heißt übrigens Lafer lecker. Ja. Pass auf, jetzt machen wir das nochmal oben drauf, weil ich weiß nämlich, wie das geht. Ich habe so ein Erste-Hilfe-Kursus belegt, weil als wir geheiratet haben, musste ich, ja, ja. Lichter verbindet, Lafer kocht lecker.
übrigens, Ina, vielen Dank für deine Mithilfe. So, das sieht schon sehr gut aus. Das müssen wir mal probieren. Ja. Guck mal, jetzt haben wir hier, das ist ganz wichtig bei dem Gelee, dass es leicht zu stocken beginnt. Und dann erst einfüllen, sonst ist der ganze Kabel auf dem Boden und es wird kein schönes Gelee werden. Einfach jetzt hier schön, so schön einstreichen hier. Bitte Lidl reinmachen, jetzt einfach dann in die Tiefkühler stellen. Aber Johann, wenn das jetzt stockt, ist das dann nicht Stockfisch und kein fliegender Fisch? Das ist jetzt ein Fliegenfisch-Kaviar-Gelee gestockt. Fliegenfisch-Kaviar am Stock. Ja, schön klein. Ja. Ich mach auf eins, ja? Oder? Okay. Johann, so. Ich krieg das nicht so fein hin wie du. Weil ich bei Johann ja so liebe, ist, dass er so klassische Hausmannskost kocht. Ja. Weißt du, so was Einfaches, ja. Ne? Einfach ja. Nachzumachen. Ja. Ne? Okay, jetzt machen wir den. Wie zu Hause. Das ist schon, ja, Johann? Machst du heute eine Hörfunksendung? Wir sind fertig, Johann. Ich habe die Arbeitsplätze sauber gemacht. Ja. Mit dem Marek kann man arbeiten. Wenn ich nicht immer dein Zeug hier rüberkriegen würde, dann würde ich hier irgendwann fertig. So. Dann helf mir hier mal noch einmal ganz kurz. Carpaccio machen. Nee, Salz im Bocker machen. So. Guck mal, das ist das Herrliche, ne? Gerade beim Milchreis kochen. Oh. Ist das herrlich? Ja, gib mir einen Löffel. Milchreis kochen ist ja gar nicht so einfach, ja. Weil Milchreis sollte schon ein bisschen knackig sein, al dente. Muss aber vom Geschmack her nachher überzeugen. Deswegen diese vielen Zutaten rein. Mit den frischen. Oh, oder? Ja, mit dieser Vanilleschote da drin. Ja. Herrlich, ja. Mit den Kokosflöckchen. Ja. Also, das kommt schon richtig gut. Aber das Püree hier. Das ist der Hammer. Milchreis. Oder? Sag mal. Genau die richtige Auswahl, oder? Marek. Mach da nicht so eine Schau aus Milchreis, da gibt's sonst aus Verpackung. Das ist ja der Unterschied bei uns, wir brauchen keine Verpackung. Was hättest du gemacht statt Milchreis? Du ich wollte nicht mit dir so eine Mousse hättest du. Nee, ich hab da auch so meine Probleme, also immer wieder. Was Frauen gerne mögen, oder? Probier mal, geh mal rüber, probier mal. Ja, Frau Müller, ja? Sie sind doch Spezialisten für Milchreis, ne? Ja, aber ich bin ja... Müllers Milchreis, ne? Jetzt hat er auch schon verstanden, ne? Ja, probier mal. Milchreis ist ähnlich wie Risotto, es haut mich einfach nicht vom Hocker. Nee, ne? Nee. Was haut dich vom Hocker? Ach so, ne... Soll ich euch Mousse alleine lassen? Oder sowas. Irgendwie sowas, wo noch was. Können wir das was noch Johann mussen? Das immer macht. Dann können wir Mousse. Das können wir Mousse, das muss ich dir. So wir müssen das gleich noch. Was so Dinger drauf hat. Naja, wo man noch so Muster drauf malt am Schluss. Wir machen gleich Muster. Ja? Ja, wir mustern gleich. Ansonsten, naja, er ist jetzt nicht versalzen oder so. Der ist jetzt okay. Er sagt da gleich nichts Besonderes. Das ist übrigens ein Lob, Marek. Ja, habe ich auch gedacht. Ja. Das ist wie bei der Frau Wiener. Die wird jetzt sagen, da fehlt Salz. Weißt du? So, lassen wir doch einfach mal nach unserem Auflauf gucken. Du sollst die Gurke ohne Kerngehäuse schneiden. Sollte ich vielleicht die Nachspeise schon mal anrichten mit dir? Wenn ich jetzt dein Lehrling wäre, jetzt mit den Ohren gehauen, oder? So, guck mal, das sieht anders aus. Wow. Du hast recht. Das schmeißt du weg hier links. Jetzt ohne Quatsch, das ist mir egal, ob die das vor 80 Jahren auch ähnlich gegessen haben. Ja, es kann auch Wurst sein. Das kann doch Wurst sein, ne? Das muss er erst mal nachkochen. Das kann Johann so nicht nachkochen. Mülleimer oder hier, da rein. Was runter? Kommt rein, Topf. Ina, musst du was wegwerfen? Johann hat mich gerade zusammengeschissen. Sag mal, Johann, was machst du eigentlich beruflich? Hier ist ein Mülleimer. Ja. Ich bin dabei und versuche, der Stadionsprecher vom HSV zu werden. Ja. Du? Das ist, da muss man nicht kochen können. Johann, warum musstest du das wegschmeißen? Weil das Kerngehäuse dabei war. Schau her. Komplett falsch. Das wird jetzt sehr dick. Ja. Wenn ich so arbeiten würde. Aus. Ja. Zack, zack, schon her. So. Einfach hier, guck mal. Außen, bis das Kerngehäuse kommt, dünne Scheiben abschneiden. Sonst kommt das Kerngehäuse. Man muss auch ein bisschen zeitsparend mal arbeiten. Zack, zack, zack. Hat die Gurke vergurkt. So. Jetzt dann das alles in kleine Würfel schneiden. Hier ist das Kerngehäuse. Mach's weg. Ja, weißt du, das ist nicht wie bei uns hier. Alles sauber, gespült. Ganz einfach. Fertig. Du hast sogar noch erste Hilfe geleistet. Ich habe noch. Super. So, wir können ja probieren, Mann. Wir trinken jetzt erstmal einen. Gut, wo du das sagst, trinken wir einen. Horst, hast du Sahne, bitte? Sahne, Johann, für dich würde ich Kühe züchten. Wo hast du Sahne? Bringst du ihm die Sahne? Es gibt, so hier, einmal. Ich muss mal eine lustige Geschichte erzählen. Wir haben auf dem Traumschiff vor 2 Jahren... Willst du Wein? Gab es eine junge Kollegin, die sagte zum Kapitän allen Ernstes, sag mal, wo kommen denn eigentlich immer die frischen Eier und die Milch jeden Morgen her? Und da hat der Kapitän ihr abends erzählt, wir hätten an Bord ein Agrardeck.
Das wäre ganz unten, da wäre eine Wiese und da wären auch Kühe drauf und Hühner. Die hat über 2 Wochen versucht, immer auf dieses Agrardeck zu kommen. Marek, aber jetzt mal ganz ohne Blödsinn, ja. Da sollte man nicht so viel Witze drüber machen. Ja. Wir haben ja einen Agrarkeller. Ja? Ja. Prost. Und Johann versucht seit Jahren, die Eier aus Qualitätsgründen selber zu legen. So, Ina. Kann man trinken, ne? Ist ja auch schon 20 Uhr durch. Ja, ja. Wenn du überlegst, dass die so das Weißweinessig verkaufen, ne? Jetzt weiß ich, woran mich der Fusel erinnert. Hast du schon mal gekocht? Ich kann mich nur Ina, total gut schneiden. Ina, alles in Ordnung bei dir? Ich höre nichts mehr schreien. Du hast dich jetzt 5 Minuten nicht geschnitten. Du. Alles gut? Sie ist dabei. Ich habe so ein Messer echt noch nie in der Hand gehabt. Das ist, wenn der Finger das Messer nur anguckt, dann blutet es doch schon. Was unheimlich. Machst du denn zu Hause mit dem Messer? Ich höre viel Sie Musik, ich telefoniere ganz gerne. Was machst du zu Hause mit dem Messer? Ich höre viel so. Musik. Weil ich Deine du Tolle, hast gesagt, was machst du denn zu Hause? Nein, mit dem Messer, habe ich gesagt. Ja. Sag, guck mal hier. Kann ich mir Salz im Bocca. Ist das nicht Schinken oder was? Das ist Speck, ja. Seedorfer, Salbei drauf, Salz, Pfeffer. Weißt du, was ich vorschlagen will? Jetzt einfach hier Jungs, das als schön einwickeln. Jungs, jetzt guckt euch nur mal an, bitte, wie man richtig kocht hier. Der kann's. Also meine Idee wäre, ja. Braten so ein bisschen wie so ein Drink. Ja. Dann ein bisschen. Jetzt ein bisschen ignorieren. Das müsste man jetzt. Und dann so ein Latte Macchiato. Dann da oben drauf. Alter. Das ist toll. Wir sind hier. Dann erinnert mich dran, ich muss anrufen. Was? Ja, Johann, ich habe zwischendurch Zeit. Ich kann auch noch mich um Menschen kümmern, die wahre Hilfe brauchen. Ihr kocht was und hat eine Haut. Die Nummer habe ich mir jetzt so eingeprägt, dass ich nicht mehr weiß, wie sie heißen. Was ist das? So. Das ist jetzt die Soße nachher zum Fisch. Ich werde nie mit dem sein. Nein, niemals. Einen Löffel nehmen. So, kommt das jetzt in der Schüssel ein, mit Creme Fraiche verrühren. Einen wunderschönen guten Tag, Frau Groth. Hier ist Horst Lichter von Lafer Lichter Lecker. Das ist toll, André. Ja. Liebe Frau Groth, wie heißt du mit Vorname? Gabi. Gabi, das hört sich doch viel besser an. Du darfst zu mir Horst sagen. Gabi, Kind, was darf ich für dich tun? Ich habe bei euch in der Sendung des Öfteren beobachtet, dass zum Öl auch Butter in die Pfanne gegeben wird zum Braten. Da wollte ich gerne wissen, warum. Ja, das musste weg. Das ist ja, so viel Öl. Nein, das hat tatsächlich einen vernünftigen Grund. Dadurch wird die Temperatur der Butter, vielmehr die Brattemperatur der Butter erhöht. Dadurch kann man die Butter heißer machen und der Buttergeschmack geht dann wieder rüber. Aber so macht hauptsächlich Johann, weil ich brate dann lieber langsam nur mit Butter. Ich hab's mir fast gedacht. Ja, also es die Temperaturfähigkeit der Butter wird einfach damit nach oben gesetzt. Möchtest du noch wissen, wovon die Butter war? Ja, das wäre auch ganz interessant. Doch. Von der Kuh. Von der Kuh? Ja. Da ist immer was ganz Besonderes. Ja. Hast du sonst noch eine Frage? Möchtest du vielleicht noch kurz den Herrn Lafer begrüßen? Ja, wenigstens mal noch mal guten Tag sagen. Guten Tag. Sag mal das guten Tag, Johann. Nett. Hallo hier, guten Tag. Wie geht's? Ja, hallo. Schön, dass wir uns noch mal sprechen. Kennen wir uns? Wir kennen uns, ja. Ist aber schon ein paar Jährchen her. Ich war schon Nein, nicht aus der Sauna, vom Kochen. Und wie alt ist der Sohn? Ich war in Guldenthal, also schon zum Kochkurs. Und ich durfte auch mit dem Johann schon vor der Kamera stehen. Ehrlich? Nichts Unanständiges. Frau Wiener! Das ist Sarah. Okay. Ich hoffe, Sie haben mich gut daneben gehalten, oder? Noch ein bisschen, ja? Ja, ja. Damit man Hallo? Ja? Sind Sie noch da? Ja, ich bin noch da. Sind Sie jetzt geschockt? Nö, eigentlich nicht, aber ich konnte gerade nur sehr schlecht verstehen. Ich habe eigentlich gerade gesagt, Frau Wiener oder Gina? Nein. Die Frau ist mir sehr sympathisch. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Nachmittag, ja? Ja, ebenso. Bis demnächst. Servus, tschüss, ciao. Tschüss. So. Gut. Ich glaube, es ist zu fettig. Was jetzt ist von außen am Glas? Knoblauch? Ja. Hast du schon Salz drin? Was ist nee, warte mal, wir machen noch eine Platte. Ne? Okay. Schneidemaschine. Oder? Ja, sehr gerne. Mach hier auch noch ein bisschen Rot drauf und so. Ein bisschen Früchte. Drauf. Jetzt müssen wir hier zu den Gurken Creme Fraiche, etwas Knoblauch, dann kommt rein Wasabi. Bist du zufrieden mit mir? Ich brauche Lob. Also Lob, das ist Lob, alles, Lob, sonst werde ich nie kochen in meinem Leben. Sehr gut, sehr gut. Guck mal. Wasabi jetzt alles verrühren und dann probieren, ob es schmeckt. Wasabi ist das, was immer ja, beim Sushi dabei liegt und wo man sagt, oh, ist das scharf, oder? Genau, das ist gut, das ist japanische Grüne Mehrdich. Hast du Salz schon drin?
Was drin? Salz. Okay. Ein bisschen Österreich-Dialekt hast du doch noch. Manchmal Salz. Verstehe ich dich nicht. Ach, Salz heißt das. Salz, Pfeffer. Ich habe ganz viel Salz schon drin. Ich würde es nicht tun. Sag's doch vorher, Mensch. Weil Männer nicht zuhören. Das ist es. Ich sag gerade noch, Salz ist schon ja, drin. Ja, 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 ja. Ja. So, wie schmeckt's? Zu viel Salz, würde ich jetzt mal sagen. Hättest du jetzt das Gurkenfruchtfleisch dringen lassen, hätte das Gurkenfruchtfleisch ein bisschen Salz aufgesogen und es wäre nicht ganz so salzig geworden. Wollen wir wetten? Es fehlt Salz. Doch. Ehrlich? Oh, das ist aber im... Oh. Jetzt komm, jetzt mach nicht schon. Nimm mal mehr Salz. Ja, ich bin verliebt. Ja, Johann pflückt das Salz selber. Deswegen hat er da so eine Beziehung zu. Ist das übrigens Gurkensalat, Johann? Gut, super. Nee, nicht Gurkensalat. Ist Gurkensalat. Okay, wunderschön. Aber das Zeug ist da noch ein bisschen drin. Jetzt tun wir ein bisschen aufräumen hier kurz und dann mal weiter. Frau Müller. So, jetzt tue ich mal den Setup anbraten. Nicht, ne? Was schmeckt mir nicht? Der Gurkensalat. Doch, ich mag das, was wir hier kochen, total gerne. So eure Würstel und so und Milchreis wäre jetzt nicht so meins. Ja, ja, ist in Ordnung. Die verbinde ich noch mal. Können wir Platz machen für dich? Ja, aufräumen hast du gesagt, ne? So, pass auf. Und jetzt kommt der Clou. Welcher Clou? Ui, was machst du denn da? Das ist ein bisschen wie Pina Colada, ne? Ja. Da hast du wirklich was weg. Da gibt es nichts. Zeig mal. Sehr schön. Oder? Sehr schön. Ich bin begeistert von dir, ehrlich. Mein lieber Johann, Augen auf bei der Berufswahl. Schön, sehr schön. Ich habe das Wort nicht verstanden. Das benutzen wir in Norddeutschland nicht. Ich bräuchte bitte einen großen, schönen Teller. Ein Teller? Kennst du keinen Teller? Moment. Ja, den unteren, den größeren. Ganz groß. Nee, den größeren. Ina. So. Wenn du weggehst, bring noch eine Düde D mit. Ja, Horst. Nein, alles okay, Johann. Ich kann nichts dafür, ich bin Österreicher. Oh. Ich finde es schön. Hast du noch einen großen dazu? Mach bitte Thymian und Rosmarin dazu, bitte. Die riecht aber stark nach Fisch, ne? Ja. So. Brennt er jetzt das Sushi doch? Nee, hier, da rein, bitte. Jetzt brennt er das Sushi doch noch. Ich glaube, wir beide... Ich werde ein super Hamburg. Küchenbulle, sag ich dir. Wir zwei zusammen wäre die beste Kochsendung. Ja, glaube ich. Ist okay, Marek, wir machen uns selbstständig. Ja. Ihr schmeißt das immer so ganz da rein, wo schon alles dran gemacht hat und so, die ganzen Tiere in der Natur, das ist auch egal, ne? Das ist hier so. Ich werde auch nicht gewaschen oder so. Nein, ist gut so. Naturküche. Du liebst doch Bio. Ja. Vielleicht machen wir noch ein zweites Glas. Aber ich wasche das Bio auch. Du tust es hier schön gleich verstreichen. Ja. Ja, richte das an. Kommt dir das mal auf Seite? Ja. Das warst du, das freut mich. Dann hole ich schon mal unseren Auflauf raus. Nichts vergiss. Halt, lass uns erst überlegen, was wir tun und dann laufen wir los. Ich bleib stehen, glaube ich. Alle wegschauen jetzt. Oh, guck mal. Ina Müller badet in Olivenöl. Und das ist ihre Hände drin. Guck hier. Hör auf. Sie baden ihre Hände drin, heißt das. Und das ist der Grund, warum ich nie angefangen habe mit dem Kochen. Guck mal, das machen die doch in den großen Restaurants immer, ne? Was denn, die Gläser so dreckig oder was? Aus. Doch, komm. So. Komm jetzt. So. Jetzt passen wir aber bitte auf, dass wir uns hier nicht hinlegen, weil hier ist alles voller Öl. So. Wenn ich deine Auszubildende wäre, hättest du mich jetzt schon rausgeschmissen. Nein. Dann wärst du jetzt nicht mehr in dem Lokal. Ja, ja, nimm du ruhig. Mach das hier drauf, komm. Gucken drauf. So, schön verstreichen. Guck mal, die zwei kochen zwar sehr fein, aber die werden nicht fertig. Dadurch, doch. Weißt du was, wir stellen unser Essen einfach schon mal am Tisch. Ja. Ne? Und dann setzen wir uns schon mal hin und dann tun wir ein bisschen länger essen. Du, pass hier bloß auf. Trinken unser Weinchen. Und direkt nach der Sportschau sind die beiden dann auch fertig. Genau. Ich mache eine Sportschau, außer du nehmen wir einen dafür. Bitte was? Also mach ja Bursche Kost, sei aber lecker. Ein Steinschiffchen.
Ich hab Hunger. Kann ich noch was tun? Jetzt ist Schnee kaputt. Im Kühlschrank noch Salat. Ich komm mit dir. Komm, lass uns einfach schon mal setzen. Ja, ich mach ja nur gerade noch deinen Nachtisch. Ach so. Also, Herr Lafer, bei der Küchenschlacht hätten Sie jetzt verloren. Zeit ist um. Horst, du weißt, ein gut Ding braucht Weile. Ja. Mach ein bisschen Salat drauf. Das versteckt das Glas. Das brauchst du gar nicht mitbringen. Salat. Ich weiß nicht, das sieht schon spannend aus. Salat rundherum machen, ein bisschen kann ich durch. Verschenke dann die Gäste. Hier ist dein Wein. Habt ihr Lust auf was Leckeres? Nee, schön anrichten, Mensch. Das war Action. Das war Action-Painting. Schön, meine Damen und Herren, es war eine wunderschöne Sendung, muss ich sagen, mit Marek Erhardt. Er hat bloß auch gezeigt. Horst, siehst du? Nächste Woche kocht ihr mit Ina weiter, nicht? Ja, guck mal, die Ina dekoriert so ein bisschen wie ich. Die schmeißt auch alles auf den Teller. Da, so ein guck mal, einfach drauf, wusch. Von weitem sieht das immer lecker aus, was ich mache. Ganz im Ernst, so kocht meine Frau jeden Mittag. Ehrlich? Ja. Dafür hast du eine tolle Figur. Ja. Möchtest du schon ein bisschen haben? Gerne. Ja. Sehr gerne. Kommt meine Frau auch für dich? Nee. Jetzt können die Zuschauer mal sehen, dass einfach gute Küche Zeit braucht. Guck mal her, schau her. Oh. Das werde ich mir merken, Johann, wenn ich das nächste Mal nicht fertig werde. Guck mal, das ist doch Wahnsinn, oder? Dankeschön. Früher haben die Zuschauer noch geklatscht. So. Komm, Johann. Darf ich mal probieren? Ja. So, ist das gut? Ein bisschen Fisch und Erich brauchen wir noch. Sag ich doch. Johann, kommst du? Ich möchte mich schon mal verabschieden zu Hause. Es war eine wunderschöne Sendung, meine Damen und Herren. Ina Müller hat sich ein paar Mal geschnitten, war aber sehr spannend. Johann macht noch in der Küche so ein bisschen weiter. Und ich muss sagen, Marek Erhardt war einer meiner besten Gäste, die ich hier haben durfte. Und das Publikum ein Traum. So. So, Johann, komm, lass alles andere stehen. So, frischen Merich drauf. Du, wir haben auch noch genügend für euch zu essen hier. Wir müssen nur so, sei vorsichtig bitte, hier ist alles voll Müll. Und wir haben es gut. Komm, aber erstmal muss man den Zuschauern zeigen, dass wir auch, dass wir in der Küche fertig geworden sind. Dass wir in der Küche auch was Schönes kochen können. Guck mal hier, seht ihr. So, und jetzt sagt schön, Johann, die Sendung ist vorbei. Prost, Marek. So. Guck mal, ihr seid solche Egoisten. Trinken leere Gläser hier, das ist wieder nett. Johann, selbst dich bitte. Sag mal schön in die Kamera. Dreh dich einmal von der Küche aus zurück und sag schön. Auf Wiedersehen, meine Damen und Herren. Und Küchenschlacht, sensationell. Okay, wir essen jetzt nur. Guck mal, ciao. Tschüss.